Welches Level muss man dann mindestens haben? 10. 10, ne? Ja, da ist einer, der ist 7. Den muss ich dann leider machen. Also der Frostreißer als Gast beitreten oder einfach Kampagne beitreten oder muss ich da irgendwo beitreten? Okay. Und danach kann man die nicht mehr wechseln oder was? Doch, die kannst du normalerweise einmal am Tag kann man sie wechseln. Also ich weiß jetzt nicht, warum er 2 Tage Downtime hat. Vielleicht haben sie es geändert auf 48 Stunden. Das kann sein, das bin ich mir nicht mehr sicher. Bei mir waren es früher 24 Stunden. Ja. Wie viel Platz hast du noch? Ich habe 11 Leute drin. 11 Leute drin. Jetzt melden sich bitte mal mit Namen die, die noch keine Gruppe haben. Stevio. Puma Styler. Moment. Stevio und Puma Styler tust du mal inviten. Ich habe auch Konzert. Also Leute, eins muss ich euch sagen, das ist schon echt ein Anblick, ne? Es ist echt schon ein Anblick. Ich Angeber mit euren Tieren, ich hab keins. Wartet mal. Jetzt zeige ich euch mal ein richtiges Tier. Seid ihr soweit? Das ist ein Tier. Ja? Ihr mit eurem Pussypferden, ey. Ihr mit eurem Pussypferden. Echt. Warte, wo ist die Krone? Wo ist das Krötchen? Ich wollte auch gerade sagen, wo ist der denn überhaupt? Sag mal, kann man da nicht irgendwie Schnellreisen hin, oder? Nein, du musst ja joinen der Kampagne. Die Schnellreise geht's ja nicht. Ja, ich bin ja drin, aber... Ich lauf zu dir rüber, das ist über die halbe Mappe. Das ist hier keine Formation, wir brauchen eine Formation, ja? Ihr werdet gleich... Du bist halt so wie mit Frauen, den musst du auch immer vorher ihr werdet geben, damit sie zur Zeit da sind. Ja. Kamera voraus! Ihr werdet dann eine Formation lernen, ja? Die kriegt ihr heute von mir gleich auf dem Weg mitgegeben. Ja. Ich weiß nicht, wer ist denn jetzt, sind denn jetzt eigentlich alle schon in der Kampagne? Nee, oder? Nein, Warteschlange Platz 4. Ach so, ich muss das selber machen, das wollte ich fragen, ne? Nein, eigentlich ja. nicht. Ich stehe als Gruppe, alle Beine. Ne? Doch. Okay. Von meiner Gruppe scheinen die Leute auch da zu sein, zumindest sieht es jetzt so aus. Ich erkläre euch jetzt einfach ein bisschen. Ich erkläre euch jetzt einfach ein bisschen was, weil das, ihr habt ja gesehen, das mit dem Porten ist schon scheiße. Ihr seht ja, ich habe eine Krone über dem Kopf, der Angelus hat die Krone auch über dem Kopf. Das hatten immer die Gruppenführer über dem Kopf, müsste man theoretisch sehen, ne? Folgt mir mal bitte, ich zeige euch mal, wie ihr hier aus dem Gebiet wieder rauskommt. Und zwar ist es im PvP ein bisschen anders, da funktioniert die Porterei ein bisschen anders da. Hier drüben, das ist der PvE-Schrein, wie ihr ihn so im PvE kennt. Mit diesem Ding da kommt ihr raus aus der PvP-Zone. Mit nichts anderem, nur mit dem Ding da. Das Teil gibt's auf der anderen Seite, also am Westgate, auch nochmal. Okay? Wenn ihr rausgeht, kommt ihr nicht einfach so wieder rein. Ja? Das müsst ihr dann wieder über die Kampagne machen. Reinporten geht auch manchmal, aber wenn sie voll ist, dann nicht. Und also vergesst es, reinporten ins PvP macht ihr über Kampagne joinen, okay? Rauskommen macht ihr über das da. Innerhalb der PvP-Zone, also das heißt, alles, was in dieser Zone hier sich abspielt, läuft über die sogenannten Transitus-Steine. Das sind diese viereckigen Dinge, die, wenn man anklickt, dann macht sich da eine schöne Map auf. Na? So. Wenn ihr auf die Map guckt, dann werdet ihr sehen, dass dort überall so komische Linien sind. 2 sind im Moment weiß, 1 ist gelb. 2 sind gelb sogar. Die gelben Linien bedeuten, ja, da kannst du hinporten. Weiße Linien bedeuten, nein, da kannst du nicht durchporten. Also das heißt, da wo die Linien verbunden sind, da kommt ihr auch hin. Da wo keine Linie verbunden ist, kommt ihr nicht hin. Okay? Mhm. So. Diese Linien bringen immer euch von Turm zu Turm. Sonst nichts. Ist der Turm von jemand anderem belegt, könnt ihr logischerweise nicht hinporten. Ihr müsstet also theoretisch hinlaufen. Okay? Mhm. Gut, ist eigentlich kein großes Geheimnis. So, damit haben wir das Portsystem. Das Portsystem ist damit eigentlich schon echt erledigt. Jetzt ein paar wichtige Sachen noch. Folgt der Krone bitte. Immer der Krone hinterher. Die Krone, die doofe Krone. Und für den Angelus ist es der krank hüpft. Dieser junge Mann hier. Dieser junge Mann hier. Ja, der Angelus hat noch einen Platz in der Gruppe. Nenn bitte deinen Namen. Slomik.
Slomik, hi, grüß dich. Angelus, lade mal Slomik ein. Und auf welcher Kampagne seid ihr, müsst ihr schon? Wir sind auf Frostreiser, Slomik. Okay, gut. So, dieser junge Mann hier, das ist der Belagerungsheini, bei dem werdet ihr oft sehen. Den gibt es nicht nur hier, den gibt es auch in jedem Keep. Also das heißt, in jeder Burg. Den gibt es auch auf Farmen, den gibt es in, überall, wo man was übernommen hat, wo man theoretisch sich aufhalten kann, kann man was kaufen. Von so einem Belagerungsmeister, ne? Und der hat immer dabei, wenn ihr da mal bitte reinguckt, Dominion-Balliste, Blitzschlag-Balliste und so weiter. Das sind Belagerungswaffen. Die kriegt ihr einmal für die Währung Allianzpunkte, ihr kriegt sie aber auch gegen Geld. Ich empfehle Allianzpunkte, wenn ihr aktiv PvP spielt, das ist zwar teurer, aber die Allianzpunkte kriegt ihr schneller zusammen als Geld. Okay? Wenn müssen ihr... schon was hören? Ihr könnt... Ich hab bekommen die Einladung. Gut. Ja, du darfst sie aber auch nicht wieder ablehnen. Hallo, ich mein Ladescreen, nochmal. Ja gut, dann musst du nochmal geben. Im Ladescreen ist normal, dass die dann abgelehnt wird. Ihr könnt, wenn ihr möchtet, was besonders gut ist, sind die Ballisten, die sind gut, vor allem die Feuerballisten. Da könnt ihr gerne was kaufen, wenn ihr möchtet. Wie wähle ich aus, ob Allianzpunkte oder Gold? Das ist ein Symbol hinter dem Betrag. Genau, das ist ein Symbol hinter dem Betrag, da wird das unterschieden. Okay. Okay. Wenn du keine Allianzpunkte hast, dann hast du auch keine. Ich hab schon welche. Ihr müsst jetzt nicht unbedingt was kaufen, ich habe auch ein bisschen was dabei. Ich meine, ihr könnt schon, nehmt halt mal jeder eine Balliste mit, dann kriegen wir eine Burg bis auf die Grundfesten nieder. So, was ganz wichtig ist, wenn ihr mit mir lauft, also beziehungsweise mit uns koordiniert, dann verlange ich Folgendes. Erstens, ganz unten in dieser Liste findet ihr leere große Seelensteine, kostet 121 Gold. Ihr werdet bitte immer welche dabei haben. Und ihr werdet sie bitte immer füllen. Okay? Ich jetzt hab 30 dabei. Wie viel? Ich hab 30 dabei. Aber wenn so ein großer Zerg rumrennt, reichen 3, 4 pro Person. Das reicht dicke. Hallo. Hallo. Beim Belagerungsmeister ganz unten. Beim Belagerungsmeister? Ganz unten. Die ladest du mit folgendem Skill auf, das sage ich jetzt auch. Also ihr könnt dort die leeren kaufen. Ich muss gleich was dazu sagen. Diese leeren Seelensteine, die ihr hier kaufen könnt, funktionieren nicht in jedem Level im PvE. Klar? Mhm. Die Dinger sind nicht fürs PvE, die sind fürs PvP. Seht sie auch einfach so an. Ihr könnt sie im PvE, glaube ich, im Veteranenrang durchaus benutzen, aber ich bin mir aber nicht sicher. Steht ja dran, ab Stufe 50 verwenden. Ab Stufe 50, also könnt ihr sie im Veteran auch benutzen. So. Wie ihr sie auffüllt, funktioniert folgendermaßen, wenn ihr die Optionstaste bitte mal drückt und auf eure Fertigkeiten geht. Dort scrollt ihr runter, bis ihr folgenden Punkt findet, und zwar die Seelenmagie. Ja. Die Seelenmagie wählt ihr mal an, und dort gibt es die Seelenfalle. Bei mir heißt das Ding erholende Seelenfalle, weil ich schon geskillt habe. Bei euch müsste das Ding anders da heißen. Ja. Seelenfalle 1. Seelenfalle irgendwas, ne? Dieser Skill. Dieser Skill ist sowas wie ein Dot nicht. Aber der Skill, der liegt 10 Sekunden auf einem Gegner. Und wenn der Gegner in der Zeit stirbt, in dem dieser Skill drauf liegt, dann füllt ihr automatisch einen Seelenstein. Aber der Level ist ja langsam, ne? Ja. 10 Sekunden ist halt ein bisschen heftig, ne? Da muss ich glaub, das können, nee, ihr könnt ja den Gegner anhitten, bis er nur noch die Hälfte von Life Points hat, und dann legt ihr den Skill drauf. Also das ist ja kackt. Welche Seelenfalle findest du besser? Ich hab die mit der. Ich hab die erholende genommen. Fürs PvP würde ich die erholende nehmen. Also damit könnt ihr sie füllen. Ihr müsst die Seelenfalle nicht an Gegnern füllen. Also nicht an PvP-Gegnern, sondern ihr könnt die füllen an Krabben und was weiß ich nicht was alles. Ihr könnt euch. Ich verlange das auch nicht jetzt. Ihr müsst es jetzt auch nicht machen, okay? Es ist nur für die Zukunft, weil es hier wirklich PvP betreibt. Und wir wirklich koordiniert gehen und irgendwann mal ich euch nicht mehr sage, was ihr zu tun habt, okay? Dann erwarte ich, dass jeder 2, 3 Stück dabei hat. Und die auch gefüllt sind, logischerweise. Oder ihr sie füllt, bevor wir losgehen. Irgendwie sowas, okay? Mhm. Okay. Gut. Das war's eigentlich auch schon. Das andere, wie jetzt zum Beispiel, irgendwelche, wie heißt das,
Zelte, damit wir dort respawnen können. Dazu kommen wir ein andermal. Das machen wir jetzt nicht. Jetzt gehe ich schnell mal mit euch die Waffen noch durch. Die Balliste, die ihr gekauft habt, ist dieses Ding hier. Das ist das Ding da. Okay. Das Ding, die Feuerballiste macht, ist eher, kann eher kurz schießen. Macht aber einen Dot-Schaden drauf. Die Eisballiste tut verlangsamen, die Stromballiste, die tut verwirren. Das ist alles scheißegal. Nehmt einfach die Feuerballiste mit. Das tötet eh alles. Okay? Der Rambock hier, der ist für ein Tor. Das ist das Ding hier. Den Rambock werden wir fast nicht verwenden. Das kommt ganz selten vor, dass wir den mal wirklich benutzen. Grund dafür ist, weil die Gegner in der Regel Feuertöpfe haben. Das könnt ihr übrigens theoretisch auch noch kaufen. Sage ich euch dann aber dann nochmal. Und diese Ramböcke, die sind, wie soll ich das sagen, die Spieler, die da drunter stehen, leider sehr schnell tot, wenn ein Feuertopf über einem ist. Okay? So. Und dieses Ding hier, dieses Trebuchet, das kennt ihr bestimmt aus alten Kriegsfilmen, der Römer und so weiter. Na, das sind so die berühmten Dinger. Die haben eine extreme Reichweite, aber auch eine extreme Aufladezeit. Die Dinger sind aber echt cool. Also ich habe davon immer was dabei. Schick die Gefangenen zurück. Na? So, ansonsten gibt es noch dieses Katapult. Das ist das Ding hier. Kann man mal die Pferde wegpacken, weil ich sehe eigentlich gar nichts. Das wäre sehr nett, wenn ihr mal eure mal schnell absteigt. Und dieses Katapult, da gibt es eins ganz Besonderes, und zwar ist das das sogenannte Fleischkatapult. Und das ist deshalb so besonders, weil das die Heilfähigkeiten des Getroffenen um 15% reduziert. Das heißt, er kriegt 15% weniger Heal, wenn ihr ein Fleischkatapult trefft. Das ist sehr, sehr gut gegen Zergs. Okay? Okay. Zergs sind wir. Wir sind jetzt zum Beispiel gerade ein riesiger Zerg. Ach ja, genau. Okay, so, jetzt noch ein paar schnelle allgemeine Sachen, bevor wir richtig losgehen, weil wir können dann eigentlich schon mal schnell richtig losgehen. Folgende Tipps, egal welche Klasse ihr seid, egal welche Rasse ihr seid, seht zu, dass ihr irgendwas habt, was euch selbst heilt. Ihr werdet es brauchen. Wenn möglich, das gilt vor allem für die, die Magicka benutzen, nehmt bitte einen Heilstab mit, ihr werdet es brauchen. Okay? Tränke sind immer gut, sage ich auch gleich dazu. Ihr braucht in jedem Fall etwas, um Gegner zu stunnen oder festzuhalten oder ähnliches. Okay. Ihr kommt aus fast jedem Stun heraus, aus fast jedem. Und zwar entweder, indem ihr L2, R2 gleichzeitig drückt oder indem ihr euch wegrollt. Klar. Okay. Man sich nochmal. Man drückt L2 und drückt dann X. Und X. Genau. Ja. So. Meistens ist es dieses Unterbrechen, dieses Blocken-Ding da, das Ausdauer verbraucht. Damit kommt man aus den meisten raus. Ihr werdet es brauchen, bloß damit ihr Bescheid wisst. Okay? So. Das war's jetzt erstmal mit dem Trockenzeug. Jetzt gehen wir an die Praxis, würde ich sagen. Okay? Schau doch mal. Eine Frage. Na klar, leg los. Da stand gerade irgendwas immer mit einer Schriftrolle wurde eingenommen, was heißt das? Ja, und zwar haben wir, damit es sich lohnt, in diesem PvP-Zeug hier zu kämpfen, hat jede Fraktion zwei Schriftrollen, normalerweise zwei Schriftrollen, und die kann die Gegnerfraktion klauen. Diese Schriftrollen, die buffen den Gegner, geben zum Beispiel Plus auf Damage, Plus auf Leben und so weiter. Okay? Diese Rollen kann man klauen, wenn ihr mal die Map aufmacht schnell. Und ihr guckt mal nach oben rechts, bei den roten, dann seht ihr, die haben alle Schriftrollen. Das ist aber klar, weil die sind hier immer voll und die anderen Fraktionen sind hier so gut wie nicht vertreten. Also wundert euch nicht, das sieht normalerweise nicht immer so aus. Okay? Warum eigentlich? Beides alles Geld. Wieso sind wir hierher gegangen? Wir sind hierher gegangen zum Üben, weil wir keine Warteliste haben. Wären wir auf unsere gegangen, hätten wir 3 Stunden gewartet. Deswegen sind wir hierher gegangen, fürs Üben. In meiner, bei uns in der Gilde. Stopp, Moment. Bei uns in der Gilde, wir tun erstmal üben, bevor wir uns dann wirklich auf eine Heimatkampagne festlegen. Weil die wir jetzt haben, ist nicht unsere Endkampagne. Definitiv nicht. Weil da können ja keine Veteranen drauf. Okay? Gut. Okay. Dann, Schluss mit dem Trockenzeug. Wir gehen zum Transitus-Schrein. Das ist das Ding, mit dem man innerhalb von PvP porten kann. Immer der Krone hinterher. Und ihr wählt bitte als Ziel...
das Kastell Schwarzstiefel. Das ist das einzige, was wir im Moment haben.